Ja, ganz herzlichen Dank schon mal für die einleitende Musik, Martin Stadtfeld. Ich freue mich, dass Sie heute hier zu Gast sind und ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen von Dussmann, dem Kulturkaufhaus, stellvertretend, und von Rondo, dem Klassik- und Jazzmagazin, und natürlich auch von Sony Classical, Ihrem Label. Schön, dass Sie gekommen sind. Wir sprechen heute über das neue Album Baroque Colors von Martin Stadtfeld, und wir haben ja gerade schon ein Stück Musik gehört, wo wahrscheinlich viele von Ihnen gesagt haben, ich kenne das, aber irgendwie kenne ich das nicht. Aber eigentlich kenne ich das doch. Und jetzt kommt noch eine Melodie, die ich eigentlich auch kenne. Dieser Moment des Erinnerns, das steckt ja eigentlich in dem ganzen zweiten Teil des Albums. Bevor wir jetzt in das Album im Detail gehen, würde ich gerne ein paar Punkte nochmal Ihrer Biografie abhaken, weil ich das Gefühl habe, man sieht doch eine sehr schöne Entwicklung hin zu diesem Album. Das steht nicht für sich da, sondern es repräsentiert einen Weg in Ihrer Entwicklung, der eigentlich sich durch die ganze Biografie zieht. Nicht, ne? Ja, das kann man bestimmt so sagen. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Es ist ein Album, was zweierlei miteinander verbindet. Originale Werke des Barock, aber eben auch, wie das gerade gehörte, die gerade gehörte Air von Bach, um das Musikrätsel aufzulösen. Improvisationen, Meditationen, Nachdenkereien, würde ich es mal Duktus von Erich Kästner nennen, über die Musik des Barock. Sie haben ja schon mit 9 Ihr Debüt gegeben und mit 14 angefangen zu studieren. Und es gibt eine Figur, die in diesem Album sozusagen auftaucht, in einer kleinen Widmung ganz am Ende. Das ist Ihr erster Klavierlehrer. Was können Sie über den erzählen? Wie war der Unterricht bei ihm? Ja, das stimmt. Mein erster Lehrer, Hubertus Weimer im Westerwald damals, war ein wunderbarer Chorleiter. Er hat viele Laienchöre gehabt, die er auf ein unglaubliches Niveau gebracht hat. Im Westerwald, in meiner alten Heimat, da ist das auch eine große Tradition mit den Chorkonzerten, gerade in der Herbstzeit. Das hat dann den Effekt gehabt, dass ich als 9-Jähriger, 10-Jähriger, 11-Jähriger und so weiter an diesen Konzerten teilgenommen habe, manchmal Chöre begleitet, aber natürlich immer Solo gespielt. Ich habe dann meine Wut über den verlorenen Groschen gespielt oder C-Dur Präludium von Bach. Oder Liszt, Waldesrauschen, Chopin-Walzer, dieses Repertoire. Und konnte da früh Publikumserfahrung sammeln, vor großem Publikum, 400, 500, 600 Leute teilweise. Und dieser Lehrer hat mir einfach, war selber jetzt kein großer Pianist, er war Organist, hat mir einfach das Tor zur Musik aufgestoßen, indem er beispielsweise das C-Dur-Präludium von Bach, was ich jetzt natürlich auch eingespielt habe, in einer eigenen Bearbeitung, mir vorgespielt hat, aber nicht in gebrochenen Akkorden, sondern in Harmonien voll angeschlagenen, und gesagt, lausch doch mal, was der hier macht, diese Spannung, und jetzt müsste sich's auflösen, aber geht noch weiter. Und ich saß da als kleiner Junge mit großer Begeisterung und da tat sich so eine Welt der Harmonie, der Musik vor mir auf, eine Art Entdeckungsreise oder eine Schatzkammer in einer Art und Weise. Das sind Stücke, die wahrscheinlich die meisten Pianisten in ihrem Leben nicht unbedingt kennenlernen oder mal spielen werden. Haben Sie einige davon, abgesehen von Bach, jetzt schon im Klavierunterricht kennengelernt, oder ist das eigentlich die Frucht einer davon ausgehenden weiteren Beschäftigung und Recherche? Sie sind da ganz tief eingetaucht wahrscheinlich ins Repertoire. Jetzt für das Album, meinen Sie, ja. Das war dann natürlich Recherche, wobei Recherche vielleicht fast ein bisschen zu viel gesagt ist, wenn man sich so beschäftigt mit einem Thema. Eben der Vielfalt der barocken Musik in Europa, dann fliegt einem das Thema ja quasi an und man stolpert immer wieder über Neuentdeckungen und man hat dann viele Ideen und letztlich ergibt sich sowas dann auch in so einem Prozess, der teilweise auch unterbewusst stattfindet, ein bisschen von alleine. Und so kommt es dann eben zu dem Programm, was dann letztlich auf der CD ist. Also das ist ein Prozess, der eigentlich andauert bis zur Aufnahme. Selbst in der Aufnahme haben wir noch Dinge geändert. Auch ich habe noch in meiner Improvisation noch einiges geändert, auch mit dem Tonmeister zusammen. Der dann sagte, Mensch, diese 4 Takte, spiel die doch am Schluss nochmal, dann würde das so schön abschließen. Also es war ein Work in Progress bis zum Ende, was aber dann auch gerade natürlich diesem improvisierten oder komponiert improvisierten Stücken, aber auch, ich denke, generell der Musik des Barock in einer Art und Weise Genüge tut, weil man ja immer eigentlich in diesem spielerischen Modus bleiben sollte und nie zu festgelegt werden sollte. Im Barock ist es oft so, dass die Stücke natürlich einen Anfang und ein Ende haben müssen, weil wir brauchen eine zeitliche Begrenzung. Aber eigentlich hat man manchmal das Gefühl, sie laufen schon ewig und sie könnten noch ewig weiterlaufen. 2003 erschien Ihr Album
mit Bachs Goldberg-Variation. Das hat ja damals große Wellen in der Kritik geschlagen. Es war Platz 1 in den Klassikcharts. Ich glaube, viele Kritiker haben damals als Varianz oder als Spiel mit den Möglichkeiten verstanden, was eigentlich jetzt aus der Rückschau der daran kommenden Alben eigentlich schon so ein, vielleicht wirklich auch so eine Herangehensweise von ihnen war. Sie haben da schon viele Variationen eingebaut. Sie haben manchmal die Stimmen vertauscht, Sopran und Bass, also die Melodie in den Bass verlegt. Sie sind da zum Teil recht frei vorgegangen. Manchen hat das nicht gefallen. Andere sagten, sie hören jetzt eigentlich ganz was Neues an dem Werk. Also es war ja eben auch entsprechend, hatte auch einen entsprechenden Widerhall. Die Goldberg-Variationen waren mit dem Thema Bach für Sie auch ein persönlicher Einstieg oder das Klavierwerk Bachs ist natürlich wahrscheinlich für jeden Pianisten erstmal zentral? Weiß ich nicht. Also wenn ich mit Kollegen mich über Bach unterhalten habe, mein ganzes Leben lang eigentlich, kam ganz oft die Aussage, ja, Bach ist natürlich ein ganz großer Komponist, aber mir ist er zu kompliziert, zu komplex, zu abstrakt. Und das habe ich nie verstanden. Für mich war Bach immer der menschlichste Komponist, der auch meine Emotionen am stärksten widerspiegeln konnte, in denen ich mich am meisten hineinfallen lassen konnte. Und so ging es mir auch damals mit den Goldberg-Variationen. Ich war 15, als ich das Werk eigentlich richtig kennengelernt habe, habe es dann verschlungen in 2 Wochen auswendig gelernt. Und da tat sich auch so ein Kosmos auf. Das war vielleicht so ein zweiter Moment nach dem eben beschriebenen mit meinem ersten Lehrer, als ich 6 oder 7 war und dann, als ich die Goldberg-Variation kennengelernt habe, das war wieder so ein Tor, durch das ich ging, so ein Portal, durch das ich ging und wo sich wieder eine neue Welt aufgetan hat. Und das Werk hat mich dann natürlich einfach auch gar nicht losgelassen über viele Jahre. Und ich wusste, auch wenn ich dann einmal eine Platte machen würde, dass ich einfach unbedingt dieses Werk darauf einspielen wollte, weil es war mir auch so das Werk, mit dem ich mich am meisten ausdrücken konnte zu dem Zeitpunkt. Und ja, dass der eine oder andere dann das darin hört und der andere das und der eine findet es gut, der andere nicht, ja, ist ja normal und hat damals, ich weiß gar nicht warum, ich habe es bis heute nicht so ganz verstanden, warum es eigentlich so Wellen geschlagen hat. Sie haben dann gleich nachgelegt mit einem Bach-Album mit den sogenannten kleineren Werken Bachs, die aber pianistisch ja auch nicht ganz ohne Fallen sind, denn gerade die Inventionen sind ja quasi skelettartiges repräsentieren, wie man mit Melodien umgehen kann. Das schreibt Bach ja auch in seinem Vorwort. Er sagt ja wirklich, ich will hier mal zeigen, wie man stellvertretend mit 2, 3 Stimmen frei umgehen kann. Das heißt, man blickt ein bisschen auch in die Art und Weise, wie Bach selber vielleicht komponiert hat. War das zielgerichtet, dass Sie sozusagen gesagt haben, ich will da noch dranbleiben, ich will noch ein bisschen weiter da reingehen? Oder war das mehr dem Umstand geschuldet, dass Sie jetzt mit den Goldberg-Variationen so einen großen Erfolg gehabt haben, dass Sie gesagt haben, ich lege jetzt noch was nach, was mir gut gefallen hat von Bach? Und, oder hatte das eine gewisse Folgerichtigkeit für Sie? Ja, das war schon folgerichtig und zielgerichtet, da so weiterzugehen mit etwas, was einem völlig urvertraut ist. Und das waren genau diese 2- und 3-stimmigen Inventionen und solche Stücke von Bach, weil ich da auch schon das Gefühl hatte, ich kann damit etwas sagen, was vielleicht gar nicht so viele können oder wollen, ja, weil sie da einfach sagen, ja, das ist für mich so wiederum abstrakte Musik. Für mich war das eben auch die sinnlichste Musik, ja. Wohl im Rede Klavier, aber eben auch die 2- und 3-stimmigen Inventionen und vieles andere. Das ist, je reduzierter Bach wird eigentlich, ja, desto mehr fasziniert er mich, ja. Und im Grunde genommen lässt sich ja ganz viel auf Piccinien runterbrechen. Und da treibt es halt auf die Spitze. Er schreibt eben nur diese 2 Stimmen und mehr Spannung geht eigentlich fast gar nicht. Ja. Also ganz persönlich würde ich sagen, natürlich ist das immer so ein bisschen verschrien als Klavierunterrichtsstück, um einfach diese Unabhängigkeit der Hände zu trainieren. Aber das ist ja auch ein ganzer Kosmos an Emotionen, was da abgestritten wird. Das ist ja, nur weil es quasi reduziert ist, keine Musik, der es an Substanz mangelt. Ganz im Gegenteil. Ja, das ist ja völlig klar. Es ist die genialste Musik überhaupt. Und wer kann solche Musik schreiben außer Bach? Ja, und es ist auch das Schwerste zu spielen überhaupt. Also jeder, der was anderes behauptet, der, weiß ich nicht, kann mit dem Klavier nicht viel am Hut haben. Ja. Ich gucke nochmal in die Diskografie weiter rein. Diese CDs, die ich gerne da so ein bisschen gemeinerweise in Reihe stellen wollte, damit man so diesen Weg hin zu dem Baroque Colors Album sieht. 2006 gab es die kleinen Stücke, da haben sie Bach und Schumann gegenübergestellt und vielleicht sich auch nochmal mit der Bach-Liebe von Schumann auseinandergesetzt. Also es gibt ja einen großen Bezug im Werk Schumanns auf das Werk Bachs. Er hat sich ganz intensiv mit Bach auseinandergesetzt. Dann 2010 ging es um die deutsche Romantik. 2019 hatten sie ein Album mit Händel-Variationen, was aber eigentlich auch doppeldeutig zu verstehen war, denn sie haben nicht nur die Händel-Variation gespielt, sondern
sondern eigentlich auch schon angefangen, über Werke Händels, auch Arien freier zu fantasieren. Ich habe nicht nur nicht die Händel-Variationen gespielt, ich habe sie gar nicht gespielt. Ach, die waren gar nicht drauf, ich dachte, sie waren drauf. Also die Brahmschen Händel-Variationen waren überhaupt nicht drauf. Nee, die Brahmschen nicht, aber die von Händel. Händel selbst hat doch die Klaviervariation gemacht. Ja, es gibt, genau, die Grobschmied-Variationen waren drauf, aber es ist ja, genau, oft, wenn die Leute sagen Händel-Variation, meinen sie ja die von... Nein, okay, gut. Entschuldigung, ich komme aus der alten Musik. Nein, von Brahms rede ich eigentlich in der Regel nicht. Nein, die meinte ich. Aber es waren eben schon diese freieren Stücke da. Sie haben Arien aus Semele, aus Oratorien und so drauf gehabt. Also dieses Variieren und auch frei nochmal andere Werke fürs Klavier sich anverwandeln, das hat da eigentlich schon so einen großen Anteil gehabt auf dem Album. Ja, genau, das war fast so eigentlich für mich dann so ein Weg in etwas Neues, da haben Sie völlig recht, wo ich dann auch mich getraut habe, damit zu spielen mit dem Material. Ich liebe Händel, ich tat mich immer ein bisschen schwer mit seinen Suiten und dann dachte ich mir, dann nimm doch die Stücke, die du liebst und schau, ob dir was einfällt damit. Und dann war das wie so ein Schlüssel, den ich plötzlich in der Hand hatte, dass ich frei sein kann, dass ich das darf, dass es erlaubt ist, dass wenn man es liebt und wenn man sich dem ehrfürchtig und voller Bewunderung nähert, dann ist es erlaubt, sonst nicht. 2021 dann das Piano-Songbook und da ist mir aufgefallen, da haben Sie was ganz Interessantes gesagt, sie steht auch im Vorwort, auch übrigens bei der Notenausgabe, die dann parallel erschienen ist, das sei Musik für schwere Zeiten, die Ihnen da Trost und Halt gibt. Das war für mich dann nochmal eine neue Note, wo ich das Gefühl hatte, okay, hier geht es nicht nur um die Lust an der Musik und das sich anverwandeln, sondern das hat jetzt nochmal einen tieferen Anker. Inwiefern gibt diese Musik Trost? Wo ist für Sie das Tröstliche daran, in dieser Weise diese Musik zu bearbeiten oder auch zu spielen oder vielleicht auch eine neue Fassung herauszuhören aus dem Werk, die Sie da drin finden? Ja, vielleicht habe ich damit gemeint, dass es einfach Musik ist, die mich auch immer begleitet hat. Dass es ja wie so ein Spiegel auch von Musik ist, die ich einfach liebe, mein Leben lang geliebt habe und die ich dann genommen habe und darüber variiert habe oder improvisiert habe oder als einfach nur eine kleine Reduktion davon gespielt habe. Ich glaube, darum ging es mir letztlich auch um die Spielbarmachung, letztlich auch für Klavier, dass eigentlich viele, die mal gespielt haben und die sagen, ich würde mal gerne wieder Klavier spielen, mit diesen Stücken auch wieder ans Klavier zurückfinden können. Ja? Das war mir wichtig und dass man da schnell sich wieder fallen lassen kann in eine bestimmte Musik, die mir eben ganz besonders am Herzen liegt. Gehört der Winter von den vier Jahreszeiten von Vivaldi da auch dazu, zu diesen Stücken, die Sie lange begleitet haben? Der findet sich jetzt auf dem neuen Album. Ja, natürlich. Das ist ja, Vivaldi hat ja schon fast das Problem, dass er zu berühmt ist, ja, und dass man ihn deswegen ein bisschen unterschätzt. Mir ist beim Anhören des Albums dieser Begriff des Musikmachens eingefallen. Musikmachen meint ja in erster Linie, man setzt sich als Instrument und fängt an, Musik zu machen. Aber ein bisschen habe ich den Eindruck, es geht auch um so eine Selbstermächtigung als Interpret, wieder Teil des Live-Geschehens zu sein in dem Moment und mitzugestalten, also etwas entstehen zu lassen. Also ist vielleicht auch dann das barocke Material, was ja häufig sehr formal erstmal ist, für Sie eine Steilvorlage, die Sie dann stärker als andere Musik auch einlädt, zu sagen, da kann ich eingreifen und das kann ich fortspinnen. Das wäre im Geist des Barock, weil da Bearbeitungen ja völlig üblich waren auch. Also es diesen Werkgedanken so noch nicht gab. Ja, das ist genau richtig. Ich glaube, die barocke Musik lässt uns viel Freiraum. Ja, sie ist in einer Art und Weise nicht in ihrer Emotionalität. Da ist sie ganz nah bei uns, aber sie ist in einer geistigen, formhaften Art und Weise abstrakt tatsächlich. Ja? Das heißt, wir können mit dieser Musik viel mehr spielen als mit Musik, die vielleicht irgendwo prozesshafteren Verläufen unterworfen ist, wie eine Beethoven-Sonate, ja, wo man sozusagen so einen ganz bestimmten Prozess, den Beethoven vorgibt, ja, mitverfolgt und miterlebt. Ja. Da kann man sich auch mal ein kleines Element rausnehmen und damit spielen, aber eigentlich ist das limitierter, diese Möglichkeit. Barockmusik ist so in einer gewissen Art offen und bietet uns viel Freiraum, also, was ich eben sagte, dieses
allein dieses Nicht-Beginnen und Nicht-Enden in einer Art und Weise, ja, dieses auch die Form, die eigentlich letztlich nicht besonders starr ist, ja, wenn man sich auch diese italienischen Konzertformen ansieht, jeder hat damit was Eigenes gemacht, was völlig Neues. Im Grunde genommen ist das viel weniger festgelegt, viel weniger starr, als man sich das so vorstellt heutzutage, wo Barock eher immer sowas für sowas Formelhaftes steht. Es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Es steht für die größtmögliche Freiheit und die größtmögliche Lust auch am Spiel mit dem eben nicht starren, ja. Also das heißt, in diesem Prozess, den ich versucht habe, in Ihrer Diskografie ausfindig zu machen, steckt auch so eine Öffnung zum Spielerischen, zum Bearbeiten, zum Experimentieren, zum Abklopfen von Musik. Sie haben mal gesagt, Sie versuchen das zu spielen, was Sie hören, wenn Sie diese Musik spielen. Das heißt, es steckt ja vielleicht in dem reinen Notentext noch eine andere Form von Musik, eine mitgedachte, eine Variante, die auch denkbar wäre. Also das heißt, wir haben eine Form, die fixiert ist, die aufgeschrieben worden ist, aber es klingt noch weitere Musik mit dabei, die man auch hörbar machen kann. Ja, genau. Es geht auch ums innere Hören. Was höre ich sozusagen in meinem Inneren? Das ist vielleicht das, was ich versuche so ein bisschen darzustellen, was diese zweite Ebene, die in mir mitschwingt, ja. Und wenn ich einen Text lese, wenn ich Musik lese, ja, und die dann ja auch subjektiv ist dadurch. Aber ich glaube, das ist letztlich auch das, worum es bei Musik geht. Es ist auf so vielen verschiedenen Ebenen letztlich immer der Versuch. Man muss es irgendwie festlegen, führt kein Weg dran vorbei. Man muss irgendwie dann das in bestimmte Formen bringen, Zeichen bringen. Also diese Pünktchen mit Hälsen und so weiter und in einem Notensystem mit jeweils 5 Linien und so weiter und so fort sind alles natürlich dann Dinge, die notwendig sind, um überhaupt einen Gedanken darzulegen. Aber eigentlich die Rückkehr wieder zu dem Prozesshaften, ohne dass ich mir jetzt anmaße, dass ich der bin, der es macht, sondern auch wenn ich ganz frei über was improvisiere oder aus einem Stück eigentlich ein neues Stück mache, dann sage ich trotzdem, das ist aber eigentlich ist es Händel ja auch. Ja? Aber im Grunde genommen geht es noch weiter. Es ist dann aber auch nicht nur Händel, sondern in Händel ist auch der und der und der drin, weil gerade in der Barockzeit ja dieses Zuwerfen von Ideen und Gedanken, das ging ja teilweise in Echtzeit, dass da neue Impulse ihren Weg von Metropole zu Metropole gemacht haben, von Land zu Land übergesprungen sind, so schnell konnte man kaum gucken. Teilweise kamen die Komponisten selber da kaum hinterher, wenn dann irgendjemand was rausgegeben hat unter seinem Namen, was aber eigentlich von ihnen war oder wo sie gesagt haben, im Grunde genommen habe ich mir das ausgedacht und mussten das dann irgendwie schnell selber rausbringen. Es war aber auch eben ohne dieses urheberrechtlichen Gedanken, es war einfach wirklich ein freier Austausch von Ideen und Gedanken und Bach ohne Vivaldi unvorstellbar und Purcell ohne Händel, aber vor allem auch Lully unvorstellbar und so weiter und so fort. So kann man keinen für sich betrachtet sehen. Das ist eigentlich auch was sehr schönes Menschliches, dass letztlich alles doch eine große Einheit ergibt und alle sich da irgendwo gegenseitig inspiriert haben auch und man sich das auch teilweise gar nicht übel genommen hat, wenn man, Bach hat ja fast alles geklaut, ja, je mehr man sich mit dem Barock beschäftigt, der hat ja passagenweise von französischen und italienischen Komponisten übernommen, ohne das irgendwie kenntlich zu machen, aber das war eben auch, diese Form von Freiheit war eben auch Barock. Ist ja auch eine Vernetzung und führt ja auch zu einer Art Dialog über die Werke hinweg. Also das ist ja so eine Vernetzung der Musik untereinander, die dann eben die besten Möglichkeiten weiterträgt. Händel war, glaube ich, auch eine ziemliche Elster, was das anging. Und manches wurde ihm sogar nachgewiesen. Ich glaube, Matheson war mal sehr sauer auf ihn, weil er ihn bezichtigt hat, was geklaut zu haben. Damit tauchen wir eigentlich schon genau in das Album ein, Baroque Colors, das interessanterweise eigentlich zweigeteilt ist, wenn man genau hinschaut, aber sogar dreigeteilt ist. Was unterscheidet die erste CD und was unterscheidet ihr zur zweiten CD? Sie haben ja eine ganz andere Herangehensweise. Ja, wir haben es wirklich getrennt. Die erste CD sind wirklich originale Werke. Also Werke, die fürs Cembalo, die Orgel, was auch immer, aber Originale, so wie sie geschrieben sind, so spiele ich sie. Also zumindest die Noten. Und insofern ist es ganz gut, weil manchmal hat man ja Lust, einfach originale Werke zu hören und sich der Neugier hinzugeben, barocke Musik in ihrer Originalgestalt zu erleben und dann vielleicht auch die ein oder andere Entdeckung zu machen. Und dann kann man sich ja ganz getrennt davon einlassen auf die zweite CD auf dem Album, wo ich dann sozusagen Transkriptionen angefertigt habe, sehr freie Bearbeitungen, wie gerade gehört, und auch eben diese Improvisationen und Nachdenkereien und Meditationen über Passagen, Werke, die mir besonders gut gefallen oder die mich eingeladen haben, letztlich darüber zu reflektieren. Das heißt, auf der zweiten CD, die Arrangements bieten auch die Möglichkeit, Werke mit unterzubringen, die gar nicht für Klavier eben geschrieben worden sind, wie die Passacaglia von Lully zum Beispiel, von dem es keine Tasteninstrumentwerke gibt. Ne? So kommt er dann auch noch zu Ehren.
Ja, also Lully war dann tatsächlich irgendwie, musste er ja mit drauf. Ja, er war zwar etwas früher, aber gerade deswegen, weil der war ja wirklich, hat das Tor aufgemacht zur Barockmusik. Ja, und selbst Bach war irrsinnig beeinflusst noch von Lully und eigentlich alle. Ja, und deswegen musste der auch mit drauf. Da habe ich dann meine liebe Kollegin Dina Akopova mit dabei, weil wir dann den fünfstimmigen Streichersatz von Lully, den haben wir uns dann eben aufgeteilt. Und das ist ziemlich original sogar, dieses Stück. Und ansonsten haben wir eben sehr frei auch da gespielt. Lully ist eine spannende Figur in dem Zusammenhang. Er ist eigentlich der Vorzeige-Franzose, wurde aber in Italien geboren, ist ja dann als sozusagen als Edelpage zum Italienischlernen von einer Adligen auf Reisen mitgebracht worden und dann sogar zum Hauptverantwortlichen für die Musik Frankreichs aufgestiegen. Trotzdem sind das keine Nationalstile. Es gibt eigentlich Prinzipien im Barock. Ne? Es gibt den französischen Stil, es gibt den italienischen Stil, ohne dass damit gemeint ist, nur die Franzosen komponieren so, nur die Italiener komponieren so. Ganz blöd sind die Deutschen mittendrin, weil die müssen eigentlich immer mit dem vermischten Geschmack sich zwischen diesen Polen positionieren, haben dadurch aber natürlich auch die größte Varianz. Sie komponieren eben nicht entweder französisch oder italienisch. Naja, auch selbst der französische Stil war dann irgendwann in seiner reinen Form auch gar nicht mehr zu erkennen, weil er dann auch italienisiert wurde und der italienische Stil war immer auch französisiert. Ja. Also das ist ja eigentlich das Schöne, dass es diese Reinformen, also kulturelle Aneignungen, wohin man schaut im Barock. Das wurde sich sofort unter den Nagel gerissen und was Neues draus gemacht und so war das ein lebendiges Material, was ja, das ist einfach das Geniale, das ist das Schöne. Nichts ist von etwas anderem zu trennen, nichts ist genau zu definieren, ach, so hat nur der oder so hat nur dieses Land. Nein, das ist alles im Endeffekt, es bleibt alles irgendwie es vermischt sich nicht, es verwässert sich nicht, das ist das Geniale, es vermischt sich, ohne sich zu verwässern. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Wahnsinn. Es steigert sich eigentlich. Es sind zwei Kontraste, die sich gegenseitig eher noch besser wirken lassen. Ja, stimmt. Da kommen wir gleich zu einem seltenen Namen, denn wir haben jetzt schon gesagt, Bach ist enthalten, Händel ist enthalten. Domenico Scarlatti haben vielleicht auch schon mal ein paar Pianisten im Zugabenblock gehabt, aber wie sieht es mit Baldassare Galuppi aus? Den haben sie auch dabei. Sollen wir mal ein Stück hören vielleicht? Gerne. Da sind wir quasi schon am hinteren zeitlichen Ende des Bogens, den Sie in Ihrem Album spannen. Galuppi hat ja unter anderem auch Opern für die Berliner Hofoper komponiert. War eigentlich zu seiner Zeit ein sehr bekannter Name. Mir war persönlich auch nicht bekannt, dass er auch Musik für Tasteninstrumente geschrieben hat. Insofern eine
wirkliche Entdeckung. Das klingt fast ein bisschen empfindsam, muss ich sagen. Also war, glaube ich, auch ein Bach, also CPE-Bach-Zeitgenosse. Ja, genau, war so Ausklang Barock, der ja schon ein bisschen den Bogen schlägt ins, in die klassische Sonatenform und trotzdem von den Strukturen her natürlich sich noch total aus dem barocken Fundus bedient. Interessante Figur irgendwie, weil er eben so ein Mensch zwischen den Zeiten in einer Art und Weise ist, aber das sind oft die, die sowas Schwebendes, Fluides haben, die dann auch eine ganz besonders reizvolle Musik schreiben, die uns eigentlich, ich finde, auch sehr abholt, uns heutige Menschen, weil es eben ja so ein bisschen sowas zwischen den Welten hat. Haben Sie bei Ihrer Auswahl eigentlich auch viel gesammelt, was Sie dann wieder verworfen haben, weil Sie sich zum Schluss auf eine Auswahl festgelegt haben? Oder war Ihr Plattenlabel so gnädig und hat gesagt, ach komm, mach mal. Wir mussten ja zwei CDs machen, weil es dann so viel war. Und es war eigentlich schön, dass wir dann gesagt haben, Mensch, dann komm, alles drauf. Ja, wer kann das schon sagen heutzutage im CD-Markt? Das ist natürlich luxuriös, aber der Kontrast ist ja schon dadurch gegeben, dass eben, wie wir vorhin gesagt haben, die zweite CD ein bisschen wie Barock im Spiegel ist. Also das heißt, weiterspinnt, weiterdenkt und ich finde eben auch Klangräume schafft. Vorhin haben Sie gesagt, man hört so immer mal wieder Kollegen dann unterwegs. Ich fand beim Vivaldi zum Beispiel zuerst, ich habe nochmal extra auf die CD geschaut, weil im ersten Moment dachte ich, ich höre den Siciliano von Bach und dann plötzlich geht es in den Winter über. Also genau dieses Spiel mit den Motiven ist ja eigentlich genau das, was die zweite CD dann auch in den Meditationen ausmacht. Jetzt gibt es aber erst nochmal ein Stück Originalmusik von einem ganz seltenen Kollegen, nämlich von Herrn Royer, und da muss ich kurz nochmal auf meinen Spickzettel gucken, weil der Name ist sehr lang, Joseph-Nicolas Pancras Royer. Ich kann verraten, es ist auch unter Cembalisten ein sehr rarer Name, aber es gibt viele Cembalisten, die ich kenne, die sehr auf ihn schwören, weil er eigentlich so ein bisschen wie der CPE Bach des Barock ist. Lassen Sie sich überraschen, eine Tambourin. Das hat doch eine urwüchsige Kraft und wahrscheinlich haben Sie sich eh schon gedacht, aber es handelt sich um eine Suite der Seeleute oder der Matrosen, also woran man das hört, keine Ahnung, aber man merkt, es ist natürlich ein sehr taktorientiertes Stück und ja. Komischerweise so ein Stück, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wo man das Gefühl hat, man hat es schon tausendmal gehört, obwohl man es gar nicht kennt, also mir ging es jedenfalls irgendwie so, ich kannte es definitiv nicht und trotzdem war es mir irgendwie vertraut, aus einem früheren Leben, keine Ahnung. Sie kennen ja auch die Bach-Werke, die er fürs Klavierbüchlein geschrieben hat, für seine Frau oder auch für die Söhne oder zum Teil gab es ja in den Notenbüchlein auch, dass die Söhne dann Stücke eingetragen haben. Da steckte ja auch im Barock gerne, wie soll ich sagen, etwas Pädagogisches drin, was eigentlich nichts Belehrendes hatte, sondern eigentlich fördern will. Also das heißt, einen Bogen aufspannen, in dem schon die ersten Werke ernst gemeint sind, auch wenn sie noch einfach für die kleinen Finger sind, und dann langsam daran führen, dass dieselbe Substanz in immer steigernder Schwierigkeit gebracht wird. Sie sind jetzt selber Klavierprofessor in Bremen seit einiger Zeit, habe ich gelesen.
Einiger Zeit ist gut, seit diesem Monat. Hm. Ja, okay. Dann habe ich es sehr frisch gelesen, das freut mich. Ist denn für Sie, Sie haben ja auch zum Piano Songbook das Notenbuch nochmal extra gemacht, um eben auch nicht nur selber für sich diese Arrangements zu machen, sondern das auch weiterzugeben. Ist Ihnen dieses Teilen, dieses Weitergeben ein Bedürfnis? Ist das Teil der Art, wie Sie Musik machen? Ja, vielleicht auch mehr und mehr. Also ich fand es auch sehr schön, was Sie gerade gesagt haben, dieses Ernstnehmen. Ja, dass man eben auch, ich finde das auch schön auch in der Pädagogik oder auch als Vater oder als Eltern, dass man einfach das Kind immer ernst nimmt, ja, und den Schüler. Und hat genauso eine Tiefe von Anfang an wie der es sein Leben lang gemacht hat. Und es ist nur eine andere Art, wie man sich immer wieder sozusagen mit den tiefen Dingen auseinandersetzt, dass nur die Art verändert sich. Und deswegen finde ich das auch, diesen barocken Gedanken so schön, dass man eigentlich dieses, finde das Notenbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach von Johann Sebastian Bach für seinen Sohn angefertigt, eines der schönsten Zeugnisse väterlicher Liebe, ja, weil es eben diese Tiefgang hat im Ernst nehmen und im Wirklichen fördern wollen und nicht im, ja, jetzt mache ich was für ein Kind, ja, sondern es ist mindestens genauso wertvoll. Wir haben jetzt schon mehrfach gehört, dass Sie sagen, das Spielerische und auch das aus dem Moment herausgestalten ist Ihnen wichtig und ist Teil Ihrer Arbeit. Wenn wir jetzt uns angucken, wie Musikausbildung heutzutage stattfindet oftmals, wenn wir auch sehen, dass, sagen wir mal, ein bestimmtes Musikerbild, auch ein bestimmtes Berufsbild, gerade bei solistischen Studienfächern noch wirklich vorherrscht, würden Sie sich das auch anders wünschen? Also würden Sie sagen, oder sagen wir mal andersrum, Sie haben jetzt einen Joker und dürfen sich wünschen, dass was verändert wird in der Musikausbildung, sowohl bei Laien als auch später bei Profimusikern. Wo würden Sie ansetzen, um das abzuändern? Ja, man muss nicht immer alles ändern, aber das Spielerische ist sicherlich die Lust zu wecken, ja, die Freude zu wecken. Ich habe es selber so erfahren, deswegen habe ich auch eben diese Widmung in meinem Album, dass es eigentlich immer darum ging, diese Freude zu haben. Ich erinnere mich an meine Kindheit, wenn ich dann mit anderen Kindern in Bäumen geklettert bin und dachte, es macht gerade echt Spaß, aber ich hätte jetzt noch mehr Lust, an der Beethoven-Sonate weiterzumachen, weil das ist wie so ein Abenteuerbuch, was eigentlich los ist, ein Page-Turner sozusagen. Ja. Und das war immer mein sozusagen Gefühl für Musik und ist es bis heute, ja, dass es eigentlich aus so einer kindlichen Freude herauskommt und eigentlich nie was Verbissenes oder was Zwanghaftes oder ja sowas in dieser Art hatte. Also da kann ich immer nur für plädieren. Wir können jetzt gerne noch mal was Spielerisches hören, nämlich Sie haben ja auch von Händel die Sarabande eben aus den Variationen noch mal neu erfunden. Hören wir da mal rein. Genau.
wenn man jetzt sagen wollte, Sie befreien die Musik natürlich in der Art, wie Sie sie bearbeiten, auch von einer gewissen Zeitlichkeit, auch der barocken Zeitlichkeit. Ich möchte jetzt nicht zu hoch stapeln, aber eben hatte ich so Assoziationen, die dann mich an bestimmte Klavierbegleitungen in der Winterreise von Schubert erinnerten. An die Post zum Beispiel, da gibt es auch diese Triolenfiguren und das Abbrechen, diese Pausen. Also gerade am Anfang, wo das noch so was Suchendes und Tastendes hat. Das heißt, man wird eigentlich auch aufgefordert, seine gesamte Hörbiografie so ein bisschen zu durchrümpeln und zu sagen, oh, woran erinnert mich das? Wo habe ich das schon mal gehört? Auch gerade die Sachen, die man eben noch nicht gehört hat, wie Sie vorhin gesagt haben. Also eigentlich ist das auch ganz Ziel der Sache, zu sagen, ich will ja eben gar nicht einengen, ich will ja nicht jetzt sagen, ich mache jetzt mal Barock und jetzt geht es nur noch um Barock, sondern eigentlich schwingt ja alles andere auch mit. Ist ja auch alles schon enthalten in einer Art und Weise im Barock, ja, und es ist ja ein Spiel dann wiederum, ich weiß, ich habe diesen Begriff heute schon ein paar Mal verwendet, aber auch mit den zeitlichen Ebenen, ja, und das ist Musik ja letztlich auch immer, weil sie zu ihrer Zeit geschrieben wird, es schwingen alte Zeiten immer mit drin, in jeder Musik, die geschrieben wird, auch in der Musik von Lully schwingen alte Zeiten mit drin, ja, nichts kommt sozusagen aus dem Nichts und es schwingen aber auch zukünftige Zeiten in jeder Musik, ja. Und das ist eigentlich das Paradox und das vielleicht Großartigste an Musik überhaupt, dass sich auch die Zeitebenen letztlich fast außer Kraft setzen lassen, beziehungsweise man auch darüber immer eingeladen ist, zu reflektieren. Und finde ich etwas sehr Faszinierendes. Eigentlich kann man ja sagen, wir leben in einem Zeitalter, in dem wir so viel Musik zur Verfügung haben wie noch nie zuvor. Und damit meine ich jetzt nicht nur die händische Verfügbarkeit des Downloads oder des Abspielens, sondern auch überhaupt, wir überblicken gleichzeitig ein Repertoire von Musik von eigentlich 900 Jahren. Das hat keine Generation vor uns getan. Früher war es häufig nur ein Radius von 50 Jahren in die eine wie in die andere Richtung, der zur Verfügung stand. Jetzt muss ich natürlich mich, ich habe mich vorhin schon geoutet, es geht natürlich auch um historische Aufführungspraxis. Würden Sie sagen, das hat für Sie die historische Aufführungspraxis oder auch das Versuchen, das Spielen mit der Art des Musikmachens und das Infragestellen romantischer Spieltradition als der sozusagen einzig denkbaren, auch irgendwann mal einen ohrenöffnenden Moment gehabt? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das war wirklich was, da habe ich ein Werk, das ich eigentlich schon 100-mal gehört hatte, nochmal neu gehört und gesagt, das öffnet mir einen Horizont? Sollte eigentlich immer sein, finde ich. Also bei jeder Interpretation sollte das sein. Und es ist ja auch so, für mich sind die sogenannten Romantiker, ich nenne die für mich selber immer und für Sie jetzt die modernen Experimentalisten, also Chopin, Mendelssohn und Schumann, weil die ja auch eigentlich mit der alten Musik, also der Barockmusik, wieder gespielt haben. Ja? Und wenn man sich die Kreislerianer anschaut von Schumann, übrigens, ist mir das, wo Sie eingangs erwähnt haben, dass ich Stimmen gekreuzt habe in den Goldberg-Variationen, mir ist das neulich das erste Mal aufgefallen, dass Schumann das ja auch macht in der Kreislerianer, nämlich solche Stimmkreuzungen und Brahms auch in seinen Klavierwerken manchmal, vor allem auch in Klavierbearbeitungen. Und das ist auch eben, ja, es sollte eigentlich immer sein, dass etwas in irgendeiner Art und Weise neu gehört wird oder zum Assoziieren einlädt auf eine andere Art und Weise. Das ist so ein großer Raum. Das Schöne ist ja eben auch in der Musik, sie hat immer auch eine geistige Ebene, die uns anspricht, aber die ist immer verbunden mit der emotionalen Ebene. Und das ist, glaube ich, auch so was Wichtiges. Uns interessiert eigentlich auch nichts, was uns nur auf einer reinen, sag mal, Ratio-Ebene anspricht, sondern es muss irgendwo mit uns als Menschen auch zu tun haben. Und dann ist unser Geist eigentlich grenzenlos im Assoziieren, im Freiwerden, im Weiterspinnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Apropos Experiment am Klang. Der Klang auf der CD ist eigentlich auch ein ganz besonderer. Sie haben nämlich auch mit der Klangästhetik bei der Aufnahme ein bisschen gespielt. Sie haben nämlich eigentlich nicht das übliche Verfahren verwendet, die übliche Mikrofonierung, sondern bewusst einen etwas näheren oder intimeren Klang erzeugt. Wie haben Sie das gemacht? Nein, ich habe es nicht gemacht. Ich habe es sozusagen in den Raum gestellt als Idee dem Team vom WDR. Und die waren ganz toll und die haben das dann gemacht für mich, weil ich habe gesagt, ich möchte eigentlich wirklich einen Klang zum Anfassen haben, ja, und eigentlich auch diese Distanz nicht mehr haben zwischen da spielt einer was und ich höre, sondern ich möchte eigentlich, dass der es hört, den Klang fast greifen kann, dass er im Klang fast drin ist. Und dann haben wir es tatsächlich ganz anders gemacht. Tollen Tonmeister, tollen Toningenieur, sehr erfahrener Mann, der erst natürlich skeptisch war, gesagt, das macht man eigentlich nie so bei einer Klavieraufnahme, aber haben gesagt, da probieren wir es aus. Dann haben wir ganz ohne Hauptmikrofon gearbeitet, also das, was immer so ein paar Meter entfernt ist, was immer das Wichtigste ist, mal weggelassen. Wir haben nur die Stützmikrofone genommen, die ganz nah dran sind und ein bisschen
den wunderbaren Raum des WDR-Sendesaals in Köln. Der schwingt auch mit. Und wir waren dann, als wir das Experiment dann irgendwie soweit hatten und dann mit zusammen uns angehört haben, eigentlich alle sehr berührt, ja, dass das irgendwie ganz anders war, aber auch gar nicht so schlecht. Ja. Zum Thema Klang könnte man noch ergänzen für Klangfanatiker. Das Album ist ja bereits auf CD erschienen, es wird jetzt aber demnächst noch in einer Vinyl-Fassung erscheinen. Also wer Hi-Fi-Fan ist und zu Hause eine schöne Vinylanlage hat, kann sich das also kann diese Nähe des Klangs auch nochmal wirklich auf der Anlage sich nochmal mit Vinyl zu Gemüte führen. Bin super gespannt, wie sich das dann sozusagen auf der Vinyl auswirkt. Gerade dieses Experiment, dieses Spiel mit dem nahen Klang. Ich glaube, das hat dann vielleicht nochmal eine andere Wärme. Ich bin mega gespannt. Wer Sie live hören will, abgesehen von heute, kann natürlich in Berlin auch nochmal ins Konzert kommen. Wir haben am 28. Februar noch einen Konzertauftritt. Wo ist der? Und wird es da auch die Baroque Colors geben oder was anderes? Philharmonie, Kammermusiksaal. Es wird wirklich ein ganz besonderes Programm geben mit dem Baroque Colors Projekt. Gibt es auch nur in Berlin und möglicherweise in Hamburg. Das sind die einzigen beiden Konzerte, wo ich das wirklich dann auch so spiele. Wir werden auch eine tolle Lichtinstallation dazu haben, eben die Colors, die Farben ein bisschen auch mit einbeziehen, ohne dass es stört. Es wird das Ganze auch, wie gesagt, zum Nachdenken soll es nochmal dazu anregen und ich freue mich riesig auf das Konzert und vor allem das eben auch hier in Berlin zu machen, muss ich sagen, weil das ist, wenn ich jetzt so 20 Jahre zurückdenke, wo sie eben sagt, mit den Goldberg-Variationen und so. Und viele wichtige Momente waren für mich einfach auch hier in Berlin, wo ich wahnsinnig gerne so dran zurückdenke. Und deswegen freue ich mich, dass ich dieses jetzt besondere Projekt, dieses besondere Konzert mit der Lichtinstallation, mit was Außergewöhnliches ist, jetzt hier in Berlin dann mache. Und ich hoffe, Sie sind dann auch dabei wieder. Ich würde sagen, am besten machen wir nochmal eine klingende Einladung, eine klingende Visitenkarte jetzt mit einer Fuge eigentlich für Orgel in G-Moll von Johann Sebastian Bach. Hier jetzt in der Klavier-Weiterspinnung durch Martin Stadtfeld. Ich habe jetzt mal versucht, ein bisschen im Kopf mitzukomponieren. Ich habe erst Bach gehabt, dann wurde er mit Händel gekreuzt, dann habe ich ein bisschen Leierkastenmann von Schubert gehört, dann war es plötzlich ein Chanson Française. Also es gibt ja kaum noch was man da nicht sich raushören kann oder rausholen kann, wenn man möchte. Das ist ja wirklich toll. Ist aber alles im Original schon enthalten.
Ja, und es kommt dann wie so eine Frage zum Schluss wieder und als wenn sozusagen der Kreis sich schließt. Das fand ich auch eine schöne Sache, dass das so zyklisch zu Ende geht. Gibt es vielleicht noch ein kleines Bonbon zum Schluss, eine letzte Zugabe? Spiele ich von meinem letzten Album noch was. Ein kleines Gute-Nacht-Lied für Sie. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Vorbeikommen, fürs Rede und Antwort stehen und vor allen Dingen für die schönen musikalischen Einsprengsel, die das manchmal auch schneller erklären können als 1000 Worte. Da kann man ja dann selber mithören und nachhören. Ich danke auch und freue mich auf ein Wiedersehen. Danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und kommen Sie gut nach Hause durch das Schmuddelwetter.